Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, ihr netten Geschöpfe und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pikmin 4 Part. Danke Noah, dass du heute mal die Antwort gemacht hast. Ja, und damit herzlich willkommen trotzdem nochmal zu Pikmin 4, ne? Auch wenn es Noah gerade erwähnt hat. Ja, beim letzten Mal haben wir Russ und Schnosi endlich nach Hause gebracht, also den Schnöse da hinten, den Schatzsucher, haben uns endlich dieses Rufhorn geholt, dass wir die alle auf einmal in einen Punkt schicken können. Das wird uns in Zukunft noch so hilfreich sein, weil ich die jetzt nicht mal einzeln werfen muss, die ganzen Pikmins. Und wir haben auch unter den Items jetzt die Erkundungsdrohne. Das könnte auch ganz praktisch sein. Die Frage ist, ob die Zeit wegnimmt. Jedenfalls, wir haben zwei Leute, die was von uns wollen. Sprechen wir mal zuerst mit dem Schnösel. Ich bin ja so dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz durcheinander. Eigentlich habe ich mich nur für die seltenen Schätze hier interessiert, aber eine Bruchlandung war nicht geplant gewesen. Oh, Verzeihung, mein Name ist Schnoss. Ich bin ein Schatzgutachter. Ich halte meine Erkenntnisse gerne in einem Katalog fest. Okay. Interessant. Interessierst du dich für Schätze? Dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dir meinen Schatzkatalog ansehen könntest. Ist nur leider so, dass ich alle Daten verloren habe, als ich auf diesem Planeten gestrandet bin. Wieso? Wenn es dir nichts ausmacht, würdest du mir erlauben, alle Schätze zu begutachten, die du sammelst? So könnte ich mit deiner Hilfe sämtliche Schatzdaten in meinem Schatzkatalog zusammenstellen. Deine Mühe solltest du auch eine Belohnung erhalten. Du müsstest mich nur über deine Funde auf dem Laufenden halten. 50 Schätze wieder jetzt. Ah, dann kann ich mir die Dinge aber auch nochmal begutachten. Und guck mal, offenbar tatsächlich ist das so katalogbedingt. Das heißt jetzt nicht so, es gibt jetzt nur so viele Items in dem Gebiet, sondern das ist so gesehen so viele Items von dieser Item-Art jetzt gibt. Beziehungsweise schon gefunden habe. Komm gern jederzeit vorbei, wenn du einen Blick in den Schatzkatalog werfen möchtest. So, unsere Chefin wollte auch noch mit uns reden, bevor wir in das Gebiet zurückgehen. Ah, da seid ihr! Einen neuen Planeten wie diesen zu erforschen, ist immer gefährlich. Daher sollte Otsche möglichst viele Fertigkeiten lernen. Wenn Otsche so richtig motiviert ist, gibt es nichts, was ihr zwei gemeinsam nicht schaffen könntet. Seid ihr bereit? Dann jetzt beginnt das Training. Trainieren. So, dann kann das Training losgehen. Das wird seine Zeit dauern und nicht leicht werden, aber ihr schafft das. Lass Otschen alle Fertigkeiten lernen. Es gibt fünf Fertigkeiten für ihn. Das Wissen über Rettungshorn-Training wird in der Shepard-Familie über Generationen hinweg weitergegeben. Du musst wissen, dass Otschen problemlos neue Fertigkeiten lernen kann, wenn er genügend Motivation hat. Was er zuerst lernen sollte, hängt davon ab, wie ihr beide bei der Arbeit vorgehen möchtet. Setzt auf Kraft, um euch Transporter zu erleichtern, oder trainiert den Hubs, um Kreaturen effektiver zu bekämpfen. Doch besinnt euch gut auf das Sindori, bevor ihr eine Entscheidung trefft, denn eine gute Strategie geht über alles. Ah, dann ist er so stark wie 5 Pikmins zum Beispiel. Mit Kraft 3 sogar so stark wie 10. Okay, man kann ihn ultra stark machen. Das kann man auch gegen Kreaturen einsetzen. Das sollte ich auf jeden Fall lernen. Ich glaube, ich gönne mir auf jeden Fall zuerst heilen. Dass er sich auch so ein bisschen nebenbei heilen kann. Oh, ich krieg sogar einen Knusperknochen dafür. Gut gemacht, Ojin. Und hier habe ich die perfekte Belohnung für dich. Jedes abgeschlossene Training erhältst du einen Knusperknochen. Gib ihn Ojin als Belohnung von mir. Ja, wenn er mal verletzt ist.
Okay, dann heißt es ja Abfahrt, ne? Wir wissen ja, welches Gebiet wir wollen. Wir haben da 28%. Bitte komm, bitte komm! Wie bereits besprochen, ist Ottchen gewachsen. Also habe ich beschlossen, mit ihm heute springen zu üben. Ottchen sollte es nun leichter fallen, sich zu bewegen. Sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Stell dich neben Ottchen und drücke Y, um aufzusteigen. Drücke den Knopf erneut, um wieder abzusteigen. Ich fand das gerade interessant mit dem Sprint. Wenn ich jemanden anspritte, dann fliegen alle Pikmins auf den drauf. Wenn du X gedrückt, springt Ottchen. Es sollte für ihn kein Problem sein, so auf kleine Anhöhen hinauf zu gelangen. Wenn du nach einem Sprung X gedrückt hältst, sammelt Ottchen Kraft für einen Sprint. Rahme etwas mit einem Sprint, um die Pikmin, die sich auf dem Hunderücken befinden, darauf zu schleudern. Das Springen ermöglicht dir die Erkundung weiterer Areale, während Sprints dir in Kämpfen von großem Nutzen sein werden. Okay. Ich hole mal von jedem Pikmin 10. Ne, von den roten 20. Und dann alle Mann auf Ottchen. So, warte mal. Wie nutze ich das Ding denn jetzt? Wie sage ich dem Teil jetzt, ich brauche Ton? Muss ich einfach daneben stehen? Meine Analyse zufolge können wir diese Struktur nur zum Teil fertiggestellt, die Konstruktion zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir Rohmaterial an der Biege zu Ton verarbeiten, können wir ihn verwenden, um die Konstruktion fertigzustellen. Rohmaterial hat schließlich nur einen Wert, wenn man es auch nutzt. Lass die Pikmin und Ottchen mit dem Bau beginnen, sobald die Konstruktion erreicht hast. Einmal runter. So, die arbeiten. Schauen wir uns das Geschehen mal an. Okay, da hat das automatisch verarbeitet. Sehen mehr so aus wie Kekse. Als wie Leben. Wenn man mich fragt. Und hoppa! Haha, der Bau der Tonziegelbrücke ist abgeschlossen. Jetzt kommst du problemlos auf die andere Seite. Geh doch gleich mal rüber, du wirst beeindruckt sein. Ich bin jetzt schon beeindruckt. So, warte mal, komme ich mit Ottchen jetzt hier hoch? Ja. Und hier ist auch noch mal ein neues Loch. Angriff! Ja, da unten sind auf jeden Fall Schätze, ne? Aber praktisch auf jeden Fall. Kommen so an neue Orte. Da hoch komme ich da auch schon hin? Ja, wenn ich hier hochkraxe. Der Tennisball wurde nach Hause gebracht. Und wir haben die 1500 übertroffen. Ja. Neues Gebiet, würde ich sagen. Heiligen Ottchen, ihr habt es geschafft. Toll gemacht. Mit der Energie, die wir dank euch sammeln konnten, konnten wir das Radar der Shepard weiter reparieren. Bin schon gespannt, wie das Schiff das Teil nennt. So, helft dem mal beim Tragen. Hier ist ja auch noch mal ein Loch. Los, graben! Die machen es richtig. Direkt abtransportieren. Also wir haben hier zwei Höhlen zum Erkunden. Kann Ottchen jetzt endlich schwimmen?
Nein, kann er nicht. Ey, da trinkt ein Pikmin. Ruf es mit einer Pfeife zurück an Land. Man muss es ja testen. Wenn man es nicht testet, weiß man es nicht. Guck mal eben kurz auf Karte. Da ist auch noch eine Lehmbrücke. Die können wir auch eben kurz bauen lassen. So, dann arbeitet mal. Ich finde es genial, wie alle damit angerannt kommen. Außer einem. Lauft! Meine fleißigen kleinen Arbeiterbienen. Wie genau machen die den Lehm größer? Ach, die kloppen den einfach nur zurecht. Und eine weitere Tonziegelbrücke wurde fertiggestellt. Der springt. Also ich kann die eigentlich auch so unten hinten, aber... Ach du Kacke. Die werden ja richtig aus dem Leben genommen. Da ein neuer Bereich? Hier ist auch noch mal ein Loch. Wir haben richtig viele von diesen Löchern zu erkunden. Ach, von hier aus komme ich da oben hin und da kann ich dann auch meine Basis hinsetzen. Na gut, das machen wir als letztes, das Loch. Kann ich den Fluss denn schon einfrieren? Nee, dafür brauche ich 20. Aber ich kann das da mitnehmen. Ich sollte danach meine Basis hier hoch verlegen. Attacke! So, dann verlegen wir mal unsere Basis. Abtransport, Jungs. Da oben sehe ich direkt den nächsten Fiesling. Den machen wir jetzt auch direkt platt. So, lass die erstmal liegen. Der schläft mit offenen Augen. Du hast mir gesagt, du sollst ihn abtransportieren. Transport. So, die roten Viecher, da müssen wir auch noch einmal kriegen. Und wenn ich keinen Pikmin an mir habe, dann kann ich Otschen bellen lassen. Kurzlich ist das denn. Ah, ich habe ihn getroffen. Da gibt auch so ein Rohmaterial, wenn ich ihn abschlachte. Aber genau, kommt mal zu mir. Kommt mal! Aber wir retten jemanden.
Hallo? Alarmstufe Rot, ich sehe etwas oder jemanden. Und wer ist diese zweite Person? Ich glaube nicht, dass es jemand von der Rettungscrew ist. Das ist ein Tier. Das war doch das von Olima. Hey, was passiert hier gerade? Was haben die mit dieser gestrandeten Person vor? Schnell, wir müssen helfen. Shining, Otchin, los geht's. Ja, aber vorher wird das da abtransportiert. Das ist ein Kürbis. Ich kann die auch mitnehmen, auch wenn die nicht bei mir sind, ne? Ich denke mal, dass das mehrere Ebenen sind. Das ist die blaue Zwiebel. Aber die kann keiner tragen. Verdammt. Ich weiß, welche Pigments ich bräuchte, um die rüber zu tragen. Aber die habe ich noch nicht. Guck mal auf der Karte mal eben kurz noch grob. Lass mal hier links noch gucken. Die Höhen erkunden wir mal jetzt noch nicht. Da ist noch so einer mit so einem roten Gesicht. Hilft mal tragen. Dafür müsste ich den See vereisen, aber dafür brauche ich erst die Knolle, die die Eispigments gibt. Also die Zwiebel. Ich habe Knöpfe gefunden. Ich wollte sie nicht losschicken. Okay. Wir haben da ein Loch. Da haben wir eins. Von hier aus könnte man eventuell an die Zwiebel ran. Obwohl, nee. Ist auch schon wieder ein anderes Gebiet. Ja gut, ne? Drei Löcher, die erkundet werden wollen. Das im Startgebiet. Das hier. Und das. Da steht wilde Pigments. Das heißt, da kriege ich wieder Pigments dazu. Auch hier. Ich würde sagen, wir gehen in das Loch da hinten. Machen dort dann vorerst Schluss und machen da beim nächsten Mal weiter. Weil ich habe ja schon gesagt, dass ich die Folgen nicht so extrem lang haben will. Außer hier ist kein Weg, der nach unten führt. Dann machen wir das Loch heute. Wenn das nur eine, so eine Ein-Ebenen-Geschichte ist, dann machen wir das heute noch. Fabriklabyrinth, der Boden bewegt sich. Verzweifelt versuchte ich, einen Weg zu finden, doch allein gelang es mir nicht. Ich frage mich, ob Moos mir in dieser schwierigen Situation behilflich sein könnte. Wir werden die gelben und die roten empfohlen. Also nehmen wir mal nur die mit. Otchin? Was machst du da drüben? Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Otchin getrennt. Was ist das Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, Shining. Du musst dich mit Otchin verständigen und einen Treffpunkt finden. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Wechsle dann mit Hilfe von L zu Otchin. Ich kann den Hund spielen? Lol. Kann der Hund sein. Warte mal, ich mach mal die Erkundungsdrohne. Dann kann ich ja mal so grob drüber gucken. Und sehe da rüber vielleicht, ob hier so ein Gebiet ist, das nach unten führt. Hier geht es noch weiter nach unten. Das heißt, wir machen das hier beim nächsten Mal weiter.
Ihr wisst ja dann, was wir beim nächsten Mal zu tun haben. Wir werden versuchen, zu Otschen zu gelangen. Das wird spaßig. Ist eine rostige Kette. Hier unten vergeht die Zeit ja sowieso nicht. Ich würde dann mal sagen, das war's dann jetzt für heute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.